Ja, hi Leute. Es ist Sonntag und genau, das Thema diese Woche ist Jahresrückblick. Ich bin ein bisschen krank und kann nicht so laut reden und versuche trotzdem halbwegs manierlich mein Video hinzubekommen. Es kann aber sein, dass ihr ein bisschen lauter machen müsst. Genau, ich komme vielleicht einfach auch noch ein bisschen näher, dann hört man mich auch besser. Ja, genau. Also, das Jahr hat wie immer im Januar begonnen. Und ja, im Januar bin ich 25 Jahre alt geworden und hatte auch am 16.01. mein Einjähriges auf Testosteron. Sprich, ich bin jetzt schon fast 2 Jahre auf Testo. Genau. Ja, das ist der Januar. Im Februar hatte ich meine Mastektomie in Düsseldorf. Genau. Und ja, es hat auch ganz gut funktioniert. War da sehr, sehr happy drüber. Hatte danach auch erstmal Urlaub und einen total schönen Urlaub verbracht und war ein bisschen wandern oder mehr so durch die Gegend laufen. So richtig wandern konnte ich gar nicht und war noch eine Zeit lang dann in London und Freunde besuchen dort in England. Genau, es war sehr, sehr schön. Ein sehr, sehr schöner Urlaub und quasi ein guter Jahresstart nach der Mastek, noch ein bisschen wegzufahren. Ja. Genau. Dann ging es weiter im März. Da war gar nicht so viel, außer dass ich im März, April rum gemerkt habe, wie wahnsinnig unglücklich ich bin mit dem Job, den ich gemacht habe. Ich bin ja gelernter Tierpfleger und war da in einer Anstellung, die mir nicht gut getan hat, in der ich zwar viele nette Leute kennengelernt habe und auch Leute, die ich so als zu meinem Freundeskreis auch dazu zählen würde, aber wo mir die Art des Jobs einfach nicht gut getan hat. Und da habe ich es geschafft, Ende März dann auch zu kündigen, zu Ende April. Und ja, das war für mich eine sehr, sehr gute Entscheidung, dort wegzugehen, wo ich gearbeitet habe. Ja, der Job, den ich danach gefunden habe, war nicht wesentlich besser. Da stimmte zwar die Arbeit an sich, aber alles andere, was so dazugehört, wie Gehalt oder Urlaub oder, ach, keine Ahnung, alles war scheiße. Und ja, in der Anstellung habe ich aber noch geschafft, meine Korrektur zur OP zu machen, der Mastek. Seitdem bin ich auch wirklich, wirklich flach obenrum. Das ist ganz cool. Ich bin zwar immer noch nicht so ganz, aber ja, egal. Es ist flach und alles ist gut. Genau, das war das. Und ja, aber auch in der Zeit dieser anderen Anstellung in einer Hundetagesstätte, da habe ich einfach auch gemerkt, dass ich was ganz anderes machen muss und aus meinem Leben was anderes machen möchte. Und ja, habe dann mich entschieden, ein FSJ zu machen, um meine Gedanken zu ordnen und vieles wieder auf die Reihe zu bekommen, weil ich das nicht gedacht hätte, aber ich schon so mit Testosteron das Gefühl hatte, das ist so ein Neustart. Irgendwie hat es mich dann doch mehr aus der Bahn geworfen, als ich dachte. Und auch die OP und ja, diese eingefahrene Schiene, die ich vorher hatte, die musste ich verlassen. Ich konnte da nicht mehr weiter. Und habe mich deshalb entschieden, ein FSJ zu machen, um mich selber irgendwie wiederzufinden, das erste Mal auf Stealth als Mann zu leben und ja, genau. Selbstfindung im weitesten Sinne und halt auch zu merken oder zu testen, was ich wirklich beruflich machen möchte, nachdem ich entschieden habe, dass es Tierpfleger nicht ist. Entweder weil man gut verdient und der Job scheiße ist oder weil man scheiße verdient, aber der Job gut ist und beides macht nicht glücklich. Genau, dann habe ich zum 1.9. mein freiwilliges Jahr angefangen in der offenen Kinder- und Jugendarbeit und bin darüber einfach wahnsinnig glücklich, weil es
weil es mich erfüllt, weil es mir total Spaß macht, weil ich endlich was mache, was wofür ich brenne. Es ist einfach, ich weiß nicht, es ist einfach wahnsinnig toll und ich gehe eigentlich jeden Tag gerne zur Arbeit. Auch wenn es anstrengend ist, die Kinder, mit denen ich arbeite, weil sie einfach überhaupt gar keine Sozialkompetenz haben und weil es, oder oftmals, und ja, schwierig ist, aber es macht wahnsinnig Spaß und ja, genau, und habe mich deshalb auch entschieden, soziale Arbeit zu studieren. Das schwirrte schon öfter mal in meinem Kopf rum und jetzt weiß ich einfach, dass es genau das Richtige ist. Deswegen freue ich mich auch sehr auf 2015, weil ich entweder halt zum Sommersemester oder zum Wintersemester anfange zu studieren. Das hängt noch ganz davon ab, welche Uni mich denn haben möchte, weil mein Abitur ja relativ schlecht war. Und die NCs für soziale Arbeit einfach viel zu hoch sind, was bescheuert ist für einen sozialen Beruf. Ich weiß nicht, was meine Mathe- und Lateinnote irgendwie damit zu tun hat, aber das wissen die an den FHs ja besser. Genau. Ja, das ist so das Berufliche. Ansonsten, ja, ein weiteres einschneidendes Erlebnis ist, dass meine Freundin und ich uns getrennt haben im Oktober, Ende Oktober. Wir waren jetzt fast 9 Jahre zusammen. Das ist, ja, ich weiß nicht. Also es ist einfach schon irgendwie krass, weil so ein großer Teil des Lebens irgendwie wegbricht. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass auch die Trennung mein Leben bereichert, ein Stück weit, weil ich auch da wieder ein Stück mehr zu mir selbst finden kann und mehr die Chance habe, ich selbst zu sein. Das hätte ich in der Beziehung nicht mehr sein können und meine Ex-Freundin auch nicht. Und genau, wir sind als, das klingt total furchtbar, aber wir sind wirklich als gute Freunde auseinandergegangen und wir hoffen, dass wir uns freundschaftlich immer es schaffen, uns so nah zu bleiben und uns nicht zu zerfleischen irgendwie. Das klappt bisher erstaunlich gut. Genau. Habe darüber auch festgestellt, dass ich wohl sowieso mehr auf Jungs stehe als auf Mädels. Und ja, ich freue mich einfach auf alles, was jetzt so vor mir liegt. Ich bin einfach mega glücklich und freue mich auf 2015, auf irgendwie das Studium, was folgt, auf die Leute, die ich kennenlernen werde, ja, auf das Leben als bisexueller, eher schwuler, junger Mann und auf meinen zweiten Testo-Geburtstag und ja, genau, ich bin einfach nur wahnsinnig voller Vorfreude. Ja. Und auf die Gitarre hier, die jetzt schon seit 2 Monaten in meiner Ecke steht, weil ich beschlossen habe, dass man als Sozialarbeiter ja auch Gitarre spielen muss. Und auch darauf freue ich mich, endlich die Zeit zu finden, das zu lernen. Ja. Genau. Ich mache jetzt Schluss, weil ich glaube, ich gleich gar keinen Ton mehr rausbekomme. Und ich wünsche euch total schöne Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr und ja, hoffe, dass ihr auch mit ganz viel Freude und Vorfreude ins neue Jahr startet. Genau, dann sehen wir uns nach der Winterpause wieder. Bis dahin, tschüss.